Ja, gute Frage. Warum bin ich Künstlerin geworden? Einfach, aber auch schwierig. Normalerweise drücke ich mich mit Sprache aus und in der Kunst drücke ich mich durch Bilder aus. Hier kann ich viel besser Farben, Eindrücke, Erinnerungen, Assoziationen verarbeiten. Und in der Malerei, in der Kunst kann ich in einen Dialog eintreten mit dem Medium, mit dem Papier, mit der Leinwand, mit den Materialien. In der Kunst treffe ich völlig andere Menschen. Künstler sind sehr spontan, sind sympathisch, Künstler sind tolerant und sehr vielseitig. Und das Tolle ist, sich dann einfach mit anderen Künstlern zu treffen, gemeinsam draußen vor dem Motiv, den ihr zu malen und in einen Austausch zu treten. Malerei bedeutet für mich, mich auf etwas einzulassen, was ich nicht immer beeinflussen und steuern kann. Völlig egal, ob ich in Aquarell male oder ob ich mit Strukturen arbeite. Ich tue etwas und dann passiert etwas in dem Bild und auf der Leinwand und darauf muss ich dann reagieren. Und das ist wirklich wie im wahren Leben. Man kann nicht immer alles steuern. Da passiert etwas und darauf muss ich reagieren. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist für mich Kunst. Das ist das Abenteuer.